Dieser Asteroid hätte eine Katastrophe auslösen können. Eigentlich hat die NASA ja alles im Griff. Jedes Objekt, das der Erde zu nahe kommen könnte, wird registriert und verfolgt. Wir wissen so von jedem Objekt, das auf die Erde stürzen könnte. Jetzt wissen wir, dass wohl doch ein Riesenbrocken durchgerutscht ist. Und dieser Brocken hat eine ganz besonders vernichtende Eigenschaft. Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Rund 2000 Asteroiden, die potenziell mit der Erde kollidieren könnten, kennt die NASA eigentlich, trackt sie ständig den Himmel, fasst alle Datenquellen zusammen. Eigentlich könnte ihr kein Asteroid entgehen. Eigentlich. Denn genau das ist jetzt passiert. Die absolut beunruhigende Meldung. Weil es morgen vermutlich Berichterstattung darüber geben wird, mache ich Sie darauf aufmerksam, dass in etwa 30 Minuten ein 57 bis 130 Meter großer Asteroid die Erde mit gerade einmal 0,19 Mondentfernung passieren wird. Das meldete Lindley Johnson, der Mann, der dafür sorgen soll, dass die NASA alles im Griff hat. Quasi ein planetarischer Verteidigungsoffizier. In der Meldung an die Kolleginnen und Kollegen der NASA heißt es weiter: 2019, okay, wurde vor etwa 24 Stunden entdeckt. Das ist sehr beunruhigend, denn wenn solche Asteroiden so spät entdeckt werden, dann bleibt überhaupt keine Zeit mehr, nach dem jetzigen Stand der Technik die Katastrophe zu verhindern. Denn die hätte 2019 okay verursacht. Der Asteroid 2019 okay raste am 25. Juli extrem dicht an der Erde vorbei. Der Brocken hatte eine Distanz zur Erde von nur rund 65.000 Kilometern, also weniger als ein Fünftel der Entfernung zwischen Erde und Mond. Astronomisch gesehen ist das extrem nah. Interne Dokumente, die BuzzFeed vorliegen, belegen, dass die NASA von dem Asteroiden vollkommen überrascht wurde. Eben 24 Stunden vor der beinahe Kollision wurde der Asteroid entdeckt. Und die Entdeckung machte nicht die NASA. Eine ja unbedeutende Sternwarte in Brasilien spürte 2019 okay auf. Dieses Objekt ist durch eine ganze Reihe unserer Fangnetze gerutscht, schreibt ein NASA-Experte wenige Tage nach dem knappen Vorbeiflug. Die Papiere, die BuzzFeed vorlegen, insgesamt sind es 176 Seiten, zeigen eine überforderte Raumfahrtbehörde. Ich frage mich, wie oft diese Situation schon passiert ist. Das steht weiter in den Dokumenten. Und es war ein ungewöhnlicher, ein außergewöhnlicher Asteroid. Übrigens scheint 2019 okay der mit Abstand größte Asteroid zu sein, der im letzten Jahrhundert so nah an der Erde vorbeigekommen ist, schrieb Lindley. Und der Asteroid hatte eben ein erschreckendes Potenzial. Ein Asteroid in dieser Größe gilt als Citykiller, als Stadtkiller. Seine Druckwelle hätte ein Gebiet mit einem Durchmesser von etwa 80 Kilometern zerstört. Berlin wäre durch einen solchen Einschlag total verwüstet worden. Keine schönen Aussichten, dass solche Asteroiden aus dem Nichts auftauchen und dieses Zerstörungspotenzial haben. Drohende Asteroideneinschläge, das wird passieren. Hier in diesem Video gibt es mehr Infos über die Folgen eines solchen Einschlags. Anklicken, anschauen und natürlich, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht haben solltet, ich kann es mir kaum vorstellen, klickt zum Science Fiction abonnieren. Bis dann, bleibt dran.